Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen in meinem Spielzeugkindergarten. Sind wir schon vollzählig? Lasst uns zählen, wie viele wir sind. 1, 2, 3, 4. 5 Spielzeuge müssen da sein. Das heißt, ein Spielzeug fehlt noch. Hey, hört ihr das? Guten Morgen, Freunde. Wow, Catboy. Was ist das denn für ein cooles Motorrad? Darf ich auch mal eine Runde drehen? Klar, sei aber vorsichtig. Los geht's. Ryder, das ist genug fürs Erste. Es ist Zeit, was zu lernen. Catboy, darf ich später noch mal fahren? Na klar. Heute wollen wir etwas sehr Wichtiges lernen. Und zwar die Verkehrsregeln. Das wird eine wichtige Lektion für uns. Ja, denn wir kennen ja noch gar nicht alle Verkehrsregeln. So, wer möchte zuerst auf das Testgelände? Ich zuerst. Dieses Verkehrszeichen kenne ich. Das sagt mir, dass gleich vorne ein Zebrastreifen kommt. Ah, ein Fußgänger. Also muss ich warten. Ein Parkplatz. Ich stelle mich mal hier hin. Hey Catboy, warst du nicht ein bisschen zu schnell? Schau mal, hier steht doch, dass die Höchstgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde beträgt. Ach so, ich dachte, hier darf man nur durchfahren, wenn man noch keine 50 Jahre alt ist. Siehst du, Catboy? Du hast heute was Wichtiges gelernt. Wer möchte als Nächstes? Keine Fußgänger, ich darf fahren. Hallo, Minnie. Ich fahre sowieso nur mit 30 km/h. Hey, die Ampel ist ja kaputt. Posti, das ist doch keine Ampel. Das ist nur ein Verkehrsschild, das dir zeigt, dass weiter vorne eine Ampel kommt. Grün, ich darf fahren. Ah, hier kann ein Auto rausfahren. Aber weil ich auf der Hauptstraße bin, habe ich Vorfahrt. Ich fahre 45. Es ist grün, ich darf fahren. Ha! Ich möchte hier parken. Klini, dieses Verkehrsschild zeigt dir, dass du da gar nicht parken darfst. Du stehst im Parkverbot. Ach so, das wusste ich gar nicht. Okay. Das habt ihr gut gemacht. Und ihr wisst ja, wie wichtig es ist, die Verkehrsregeln zu kennen. Ihr könnt jetzt ein bisschen spielen gehen. Und ich bereite euch so lange was zu essen vor. Juhu, spielen! Los, Mimi! Ich komme! Ryder, halte dich gut fest! Ich mache heute für die Spielzeuge einen Karottenkuchen. Den Teig habe ich vorher schon vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die Karotte raspeln. Mein Teig ist fertig. Der kommt jetzt in die Kuchenform. So.
So. Jetzt kommt der Kuchen in den Backofen. Der Kuchen ist fertig. Mal schauen, ob der Kuchen was geworden ist. Jetzt kommt noch Deko. Und nun kann ich den Kuchen schneiden. So, kommt zum Essen. Prima, ich habe einen riesen Hunger. Lasst es euch schmecken. Und während die Kleinen ihren Kuchen essen, bereite ich fürs Mittagsschläfchen die Bettchen vor. Lecker. Die kleinen Robokas werden in den Garagen schlafen. Das hier ist für Catboy und hier ist Ryders Bett. Los, komm Catboy. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich glaube, das Spielen hat sie müde gemacht. Freunde, seid ihr schon gespannt, wer in der nächsten Folge in meinen Spielzeugkindergarten kommen wird? Dann abonniert Kindercartoons und schaut es euch an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.